Hallo, heute geht es um eine Hülle für das Pixel 3 XL. Ich habe das Handy gerade neu bekommen und habe dann natürlich geguckt bei eBay und Amazon, ob es hier ein vernünftiges Panzerglas gibt, eine vernünftige Hülle gibt. Normalerweise benutze ich dann halt Firmen wie Rinke oder Spigen und was es da sonst noch so namhaftes gibt, aber für das Pixel 3 XL gibt es kein vernünftiges Panzerglas. Zumindest habe ich keins gefunden mit vernünftigen Bewertungen. Und ich wollte auch jetzt keine Folie, weil die stumpf werden und das mag ich nicht. Seitdem ich Panzerglas verwende, will ich immer nur noch Panzerglas haben. Und ein Kollege, der das gleiche Handy hat, der hat mir eine Hülle mitgebracht, die einen Rundumschutz bietet und die er aber nicht verwenden möchte, weil ihm die zu klobig ist. Und deswegen hat er die mir gegeben. Die wollen wir uns jetzt mal anschauen und dann wollen wir die mal an dem Gerät anbringen. So, also das sieht schon, stimmt schon, das sieht schon klobig aus. Aber das hier ist ja quasi so ein Gürtelclip, den brauchen wir ja gar nicht. Sowas benutzt man ja schon seit Jahren nicht mehr. Und dann ist das hier wirklich eine Hülle, die hat hier ein Glasfolie oder irgendwas drauf. Das ist also zu. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich die überhaupt aufmache. Ah ja. So, das muss ich also hier so drüber ziehen. So. Das raus, das Handy da rein. Und dann kommt das Ganze wieder hier rein. Also. Das Handy ist jetzt rundum eingepackt, der USB-Anschluss ist zu. Hier ist noch eine Schutzfolie drauf, die können wir jetzt natürlich abziehen. Hier diesen Aufkleber hier unten, den kann ich auch entfernen. So, und dann sieht das Ganze halt so aus. Okay, das ist natürlich schon klobig, gebe ich zu. Das Handy ist jetzt schon deutlich dicker geworden, aber ich finde es so besser als mit einer Hülle, mit der ich nicht zufrieden bin. Das gefällt mir sogar ehrlich gesagt ganz gut. Ich probiere mal, ob drahtlos laden funktioniert. Ja, das funktioniert auch. Dann wollen wir mal schauen. Fingerabdruck ist erreichbar. Squeeze geht auch. Also, alles wunderbar. Das brauchen wir jetzt nicht. So, die Knöpfe sind auch alle erreichbar. Die Kamera ist jetzt geschützt, die liegt schön weit drin. Also ich muss sagen, diese Hülle hier, er hat da glaube ich sogar 20 Euro für bezahlt. Ich weiß es nicht genau. Ich werde aber mal nachschauen und dann verlinke ich die in der Videobeschreibung und dann könnt ihr selber nachschauen. Also wie ihr seht, das sieht, also ich finde es klasse. Das sieht gut aus. Und schön handlich ist das. Die rutscht nicht. Wunderbar, gefällt mir richtig gut. Unicorn Beetle steht hier unten drauf. Nee, echt top. Das Handy ist natürlich deutlich größer geworden jetzt, ist schon klar, aber wunderbar, liegt richtig gut in der Hand. Okay, also wirklich gutes Produkt. Man sieht gar nicht, dass hier überhaupt noch was drauf ist. Wunderbar, gefällt mir richtig gut. Bedienung funktioniert auch alles einwandfrei. Also. Echt top. Wunderbar. Okay, das war es jetzt erstmal zu der Hülle. Kleines kurzes Video. Falls ihr die auch bestellt, wünsche ich euch viel Spaß damit. Frohes Fest und tschüss bis zum nächsten Mal.